Nun, als Staatssekretär bin ich die zweite politische Spitze im Wirtschaftsministerium. In der Funktion entlaste ich natürlich den Minister. Das heißt, ich nehme Termine wahr, die er aufgrund seiner Terminfülle nicht wahrnehmen kann und bin darüber hinaus schwerpunktmäßig für den Bereich der Außenwirtschaft und der Innovationspolitik zuständig. Nun, Senkrechtstarter, ich sage jetzt mal Teamplayer, und auf der Grundlage des Bewusstseins, dass wir unsere Entscheidungen, unsere Politik gemeinsam gestalten in der Fraktion, aber auch in der Staatsregierung, ist der Verantwortungszuwachs durchaus machbar, denn die Verantwortung lastet auf allen Schultern, auf allen Fraktionsmitgliedern, und insofern ist es bei einem guten Team auch gut machbar. Für einen Hightech-Standort, wie es Bayern ist, der also technologisch global in der Champions League spielt, wird es nur einen Weg gehen, und dieser Weg muss heißen neue Produkte, neue Märkte und neue Technologien. Konstitutiv für eine Marktwirtschaft ist, dass Unternehmen in die Marktwirtschaft eintreten und Unternehmen auch aus der Marktwirtschaft austreten. Wir werden jene Unternehmen retten können, und da versuchen wir unser Bestes, nämlich jene Unternehmen, die bereits vor Corona wettbewerbsfähig waren. Das ist unsere Zielrichtung. Diese Unternehmen wollen und müssen wir für unsere soziale Marktwirtschaft erhalten. Sonne, Wind oder zum Beispiel Wasserstoff sind Technologien, die wir befördern wollen, und wir machen das in einem wunderbaren Strauß an Möglichkeiten zur Energiewende. So wollen wir diese Politik fahren. Heimat bedeutet für mich zunächst einmal ein Ort, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich mich zu Hause fühle, aber insbesondere Geborgenheit habe. 20 Jahre, eine lange Zeit, aber ich würde mir wünschen, dass es ein lebenswerter Wirtschafts- und Sozialraum ist, der sich auszeichnet durch eine hohe Natürlichkeit, Bewahrung der Schöpfung, und zum anderen, dass wir dem Anspruch von Hightech, also ein Standort mit viel Technologie, das Zukunft schafft, dass wir das sind. Am meisten Spaß macht mir in der Politik die Möglichkeit, für Leute tätig sein zu können. Ich habe mit der Königsdisziplin der Politik begonnen, mit der Kommunalpolitik. Dort haben Sie die unmittelbare Rückwirkung Ihrer Entscheidungen vor Ort. Und diese Erfahrungen in der Kommunalpolitik sind eigentlich ideal, um auf Landespolitik dazu beizutragen, dass wir landespolitisch und auch bundespolitisch die richtigen Weichen stellen. Lebensfreude, Bürgernähe, bei mir in meiner Jagd. Für meine Zukunft wünsche ich mir, dass ich insbesondere ein hinreichendes Maß an Gesundheit habe, und die Funktion, die ich jetzt habe als Abgeordneter im Bayerischen Landtag und als Regierungsmitglied, dass ich diese Funktion bestens ausfüllen kann.